Also man lernt nie aus. Habt ihr gewusst, dass es in Wilmington, North Carolina in den USA tatsächlich einen Ort gibt, der Parsley Woods heißt? Ja, kein Witz, dort leben gerade mal 70 Leute. Ob das auch ein Geisterwald ist, so wie dieser hier, das weiß ich allerdings nicht. Aber interessant zu wissen. Damit servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Varioland 1. Und heute werden wir hoffentlich Parsley Woods abschließen und wir sind jetzt in einem Level, das sich der Fork Tree nennt, also der Gabelbaum. Und was macht man da? Natürlich auf den Baum klettern. Und da ist auch wieder diese Wolke unterwegs. Ah, Treffer. Ah, gleich die nächste. Danke, liebe Wolke. Ich hätte gedacht, dass Wolken so nett sind. Normalerweise sind sie ja eher schlecht. Die machen immer so schlechtes Wetter oder verstecken die Sonne vor einem. Das gefällt mir nicht. So, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es auch in diesem Level einen Schatz zu finden. Und natürlich eine Menge Stachelschweinseepferdchen oder was auch immer das ist. Als Kind habe ich immer gedacht, da kommt man vielleicht irgendwie durch, aber nein. Ist einfach nur zur Verzierung. Ugh. Wario, du bist zu fett, hat das schon mal jemand gesagt? Dann sag ich es dir jetzt, du bist zu fett. Kann auch sein, dass du einfach nur zu dick angezogen bist, aber... Wo du hintrittst, hat nichts anderes mehr Platz. Das hebe ich mir noch auf. Checkpoint aktivieren. Und wieder rein in die Bäume. Ach ja, übrigens, wenn ab und an vielleicht meine Stimme aussetzt oder irgendwie bricht oder ich mich räuspere, was auch immer. Blödes Vieh. Das liegt daran, ich war gestern im Fußballstadion beim Abschiedsspiel von Steffen Hofmann und so viel geschrien oder gejubelt und angefeuert habe ich selten zuvor in meinem Leben. Mir tun auch die Hände eigentlich ziemlich weh vom ganzen Klatschen. Hat er sich aber auch verdient, ehrlich gesagt. Na, immerhin eine Zwiebel. Jetzt sag ich schon wieder Zwiebel. Ein Knoblauch ist das. Wann merke ich mir das endlich? Okay, der Schatz ist hier. Das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt die Feuerfliegerdüse nicht mehr habe, komme ich nur schwer an den Schlüssel ran oder nur mit Umwegen. Ansonsten hätte ich da in dem Vorraum, in dem ich da jetzt war oder draußen war, einfach hinfliegen können. Und wisst ihr was, ich hole mir jetzt die Feuerdüse auch einfach. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das nicht tun müsste, aber... Die Gegner meinen heute besonders lustig zu sein. Einfach weil ich aufnehme, es ist doch immer so. So. So, diesmal nicht. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Ja, hier drüben. Und gleich wieder retour. Seht ihr, wie schnell das geht? Ansonsten wäre mir das zu umständlich. Dafür sind wir auch schnell am Ziel. Also, die kurze Verzögerung, die werdet ihr mir hoffentlich verzeihen. Übrigens, dieser Hintergrund sieht wirklich cool aus. Würde ich sogar als Tapete raufschmieren. Oder auch nicht, naja. Ein Baseballhandschuh, wie es aussieht. Okay, für einen Moment dachte ich, der hat 6 Finger, aber hat er nicht. Und nein, wir kommen da nicht drüber. Ich habe es oft genug probiert, ich wollte es nur nochmal verdeutlichen. Also ein Football, ein Baseballhandschuh, eine Bowlingkugel haben wir, glaube ich, auch schon.
Sind Sportartikel heutzutage wirklich so teuer? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, wir sind an der Spitze des Baumes angekommen. Dem Gabelbaum, dem Fork Tree. Und ich liebe es, wie da jetzt bei den Schätzen steht: No. Just no. Und was machen wir jetzt, wo wir oben auf dem Baum sind? Wir klettern sofort wieder runter und fahren wieder mit dem Zug. Das macht Sinn, oder? Ja, wir sind plötzlich hier am Bahnhof oder mitten auf Gleisen. Das sieht doch nicht unbedingt so aus, als ob diese Gleise auf dem Baum drauf wären. Diese Musik erinnert mich irgendwie immer an Tiny Toon Adventures, so das Gameboy- oder NES-Spiel. Fragt nicht warum, aber es klingt einfach wie eine Musik, die da vorkommen würde. So, damit ich viel Blick nach vorne habe und den gar nicht gebraucht habe in diesem Fall. Aber sicher ist sicher. Wer ist eigentlich für diesen Zug verantwortlich? Die Waggons sind ja einer nach dem anderen komplett auseinander hier. Ach ja, du schon wieder, du Troll. Ach, und da kommt noch einer, ha? Wollt mich schon wieder trollen hier. Die hier, ha? Was haben wir hier? Ein Herz. Ein Herz, das ich nicht für diese Trolls da habe. Hurra, wir fahren weiter mit dem Zug. Aber ernsthaft, was ist das für ein Zug? Es ist ja lebensbedrohlich. Diese ganzen Löcher, diese alleinfahrenden, außer Kontrolle geratenen Waggons. Oder freien Ladeflächen. Eieieiei. Dafür wurde wahrscheinlich jemand gefeuert. Also ja, wie ich schon vorher gesagt habe, Ziel ist es in dieser Aufnahme, in diesem Video, Puzzlewoods endgültig hinter uns zu bringen, also auch den Boss zu besiegen, und das wird nicht einfach. Genauere Details dann in seinem Level. Na, kein Wunder, dass der Zug so ist, wie er ist. Die verantwortlichen Arbeiter hier sind Enten. Wir sind hier nicht in Entenhausen. Weg mit dir. So, hat das dann mit den Enten auch mal ein Ende? Geht doch. Die letzte da oben auf dem Dach ignorieren wir einfach. Wer ist überhaupt so dämlich und geht aufs Dach eines Zuges? Lebensgefährlich. Möchte ich nur mal anmerken. Und das müsste jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Bingo. Damit war es das leider mit den Zugleveln jetzt. Und es kommt jetzt zum Duell mit dem Boss in diesem Gruselwald. Eieiei. Na, das kann was werden. Wir treten jetzt nämlich gleich an gegen den schwersten Boss im ganzen Spiel. Er bewegt sich in ziemlich irritierender Form. Er ist immun gegen meine Tackles, er ist immun gegen Münzen, immun gegen Feuer. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, wie man ihn schädigen kann, besiegen kann. Und das ist nicht ganz so einfach. Was noch dazu erschwerend dazu kommt, sobald er euch einmal berührt, seid ihr festgefroren für einige Zeit und seid seinen Attacken ausgesetzt. Ich meine, ja, natürlich Show, don't tell, aber ich sag's euch lieber jetzt schon mal, weil ich glaube, ich muss mich dann für den Bosskampf doch ein bisschen mehr konzentrieren. Ich rechne auch nicht damit, dass ich es gleich beim ersten Mal schaffe, sage ich euch ganz ehrlich. Okay, nein, hier ist es noch nicht. Hier ist erstmal der Checkpoint und den nehme ich an.
Nie war er so wertvoll wie heute. Und ich wünschte, jetzt wäre es so wie in Super Mario World, dass man sich ein Power-Up oder sowas auch in Reserve halten kann. Ach komm. Ja, wie gesagt, die Feuermütze brauche ich gar nicht mitnehmen, denn er ist feuerimmun. Und ich glaube, wir sind gleich da, oder? Ein ziemlich langes Level, das ist mir noch nie so aufgefallen. Oh, du bist auch noch da. Großartig. Ja, wir sind da. Liebe Zuschauer, liebe Gamer-Freunde, ich präsentiere euch Senizuki. Sein Name setzt sich zusammen aus Koseni, das bedeutet Münzen, und Suki, das heißt so viel wie mögen, also heißt sein Name übersetzt Münzenmöger. Ja, das meine ich mit den Bewegungen. Das Einzige, was ihn schädigt, sind diese Geister, und Zielen ist... ich bin eingefroren. Und Zielen ist in diesem Spiel nicht einfach, verflixt. Nein. Oh, ja, und dann macht er solche gemeinen Sachen, wie ihr sehen könnt. Boah. Oh, jetzt kommen drei hintereinander, grandios. Ah, ich habe nicht richtig werfen können. Komm schon, vorher hat es doch so super funktioniert, na geht doch. Okay. So einfach war der noch nie. Normalerweise habe ich mehr Probleme mit ihm. Und wir stellen uns einfach mal, um ihn noch mehr zu verhöhnen, auf sein Grab. Bitte mach das nicht im echten Leben, danke. No. Damit kommt wieder ein Haufen Geld zu unserer Zählmaschine. Und auf unser Bankkonto kann sich doch sehen lassen. Damit verlassen wir den Teich, der Parsley Woods heißt, und machen uns auf den Weg, ja, zum letzten Areal dieses Spiels, nämlich Syrup Castle. Nicht nur, dass uns hier der Endgegner erwartet, sondern es warten auch noch zwei Schätze hier darauf, abgegriffen zu werden. Aber das alles dann im nächsten Video oder nächsten zwei Videos. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird. Bis dahin, ich bin ich und nicht er. Das ist VarioLand. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.